Und weiter geht es mit einer knusprigen Folge Sunken Land. Wir spielen auf Hardcore und wir haben ein Update, Leute. Ich hab's doch irgendwie gewusst. Ich hab's noch nicht irgendwie ganz gecheckt, Leute. Jemand hat mich in den Kommentaren darauf hingewiesen. Danke dafür auf jeden Fall. Wir haben nämlich auch hier was fettes Rotes. Schwimmende Zuflucht. Da werden wir direkt hingehen, Leute. Wir machen uns ready. Uhrzeit passt sogar. Wir geben nur kurz unseren Kram ab. Und ich habe durchgelesen, also ist nicht komplett durchgelesen, aber es ist einiges dazugekommen. Und zwar ist, ja, also die Ressourcen, die spawnen wieder. Die Stacks haben sich so ein bisschen alles verändert und so weiter. Ich glaube, alles jetzt aufzuzählen ist ein bisschen, ja, auf jeden Fall, gut. Ich kann so das aufzählen, was ich jetzt noch aus dem Kopf weiß. Was noch dazu gekommen ist, wir müssen erstmal alle hier killen. Und dann können wir erst die Base sozusagen capturen. Ich nehme mal so ein bisschen Kram mit. Und wie ihr oben seht, oben rechts die Ente. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wurde auch geschrieben. Guck mal, oben rechts, wir haben ein Entensymbol. Ist das unser Base-Symbol? Oh, sieht cool aus. Warte mal. Komm. Nee. Ein Glas. Und halt, wir kriegen halt deswegen letztes Mal keine Komponenten mehr raus aus unserem. Ihr wisst schon, was ich meine. Komm, ich sammle später ein. Wir sollten schnell raiden, solange es hell ist. Bin schon wieder in Sammellaune. Aber was cool ist, nach 10 Tagen, wie gesagt, respawnen die ganzen Ressourcen anscheinend. Das ist mega. Ich hau erstmal den Kram wieder so durcheinander hier rein. Ihr kennt mich. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ich will ganz schnell dahin. Komponenten hier rein. Oh ja. Super. Eisen, wir brauchen auf jeden Fall Eisen, ja. Das heißt, dann müssten auch die Eisenspots auf dieser Mutanteninsel wieder respawnen, ne? Das wäre gut. Warte mal, das kann ich direkt in die Küche bringen. Wir sollten uns vielleicht was Kleines zu essen mitnehmen. Was habe ich jetzt noch im Inventar? Also, ich brauche auf jeden Fall Gewehrpatronen, wenn ich noch welche habe. Oh ja, habe ich. Ich repariere nochmal Rüstung, auch wenn es vielleicht nicht nötig ist. Drei Granaten, Patronen. Ich weiß eigentlich, wie heftig dieser Spot ist, ne? Wisst ihr was? Ich mache einmal. 10 nehme ich mir noch mit. Warum auch nicht? Die Fackel. Fackel ist eigentlich nicht so wichtig. Ich hau die erstmal kurz hier rein. Ich weiß, sie ist beim Holz. Einmal zack. Dann nehmen wir uns irgendwas Kleines zum Essen mit. Ich denke, 10 Pillen sollten trotzdem reichen, oder? Ich weiß nicht, wie heftig das ist, weil wir spielen ja immer noch auf hart. Aber ich denke, das wird schon passen. Wir nehmen uns. Ja, sollten wir uns eine Limo mitnehmen oder so? Wir nehmen uns mal das Ding hier mit. Leckere Suppe. Ich habe immer noch kein Herd gebaut. Ja, läuft bei mir, ne? Granaten, bababam. Ich habe alles. Ich hätte mir einen besseren Helm machen sollen. Jetzt habe ich das Gummi, aber. Ach, werden wir schon überleben. Das werden wir schon überleben, Leute. In der Kiste habe ich aber nichts mehr, ne? Gut, dann fahren wir da mal hin. Dann checken wir die Lage mal ab. Ist nicht mal so weit weg, ne? Ist das da hinten schon? Warte mal. Ich glaube ja, oder? Ist das der einzige neue Spot oder ist mehr dazu gekommen? Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, genau, 3 neue Waffen sind auch da. Eine Ripple. SMG und noch irgendeine Pistole oder so, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber es ist cool, dass sie trotzdem schon mal so ein bisschen Kleinkram hinzugefügt haben. Schon mal uns ein bisschen gefüttert haben. Nur, was ich ein bisschen vermisse, ist, dass wir aus den Komponenten auch Eisenbarren kriegen. Aber wenn jetzt ein Respawn ist von Ressourcen, warte mal, aber ist hier auch schon respawned? Sieht danach aus, oder? Meine ich, hatte hier alles mitgenommen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob das ab jetzt anfängt zu respawnen. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, das Ding ist neu. Ui. Was ist das? Sieht ziemlich gefährlich aus.
Alles klar. Ah ja, und sollte mal schauen. Es gibt neue Fraktionen anscheinend. Wenn ich mich nicht irre. Warte mal, schwimmt da auch so ein Ha- das Haie? Ach schon, was kommt da gerade auf mich zu? Kriegsstamm, Jäger. Nee, die sind alle gleich. Aber ich glaube, Mutanten haben mehr Inseln, ne? Heißt es, wir haben hier mehr Inseln jetzt? Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder viel zu tun. Das ist geil. Ist das eine Mutanteninsel? Scheint mir so. Ich glaube, das ist einfach nur eine Mutanteninsel. Die sollten wir easy wegkriegen, oder? Oh nein, der hat eine Waffe, oder? Nee, eine Armbrust. Ja gut, Armbrust ist kein Problem. Ey, warte mal, erstmal. Erstmal sollten wir die Armbrustschützen weghauen. Ja, Granate bin ich schon nicht für die, ne? Ich glaube, es macht nicht so Sinn. Ich glaube, es wäre eine Munitionverschwendung für die Dudes hier. Aus dem Container kommt er. Komm. Natürlich treffe ich nicht. Ich werde nochmal stehen hier. Will die doch nur. Ach komm. Netten Headshot verpassen. Aber cool. Wir haben uns schon ein bisschen was geliefert. Das heißt, die sind willig. Das ist ein gutes Zeichen. Sind willig, Leute. Ich weiß, ich habe oben einen Schuss gesehen. Weiß gar nicht, warum ich einen Pilz mitnehme. Aber egal. Können wir noch wegwerfen. Das ist geil. Ich nehme auf jeden Fall ein bisschen Metall und so. Oh. Ja klar. Ich will eigentlich ein bisschen Patronen sparen. Ist hier noch jemand? Scheint so, ne? Hier scheint aber nicht so dicke Loot zu sein. Oh ja, nehme ich mit. Der rote Augen. Das ist neu, oder? Und auch wieder eine Yoga-Pose, Leute. Die Yoga-Pose ist auch wieder am Start. Ich bin glücklich, Leute. Ich bin sehr glücklich. Wo ist der letzte? Achso. Da war er. Da war der gute Kollege. Wir looten erstmal die Kisten. Aber war witzig. Gibt es noch mehr so Spots? Oder was ist der einzige neue? Nee, aber wir haben doch Mutanteninseln. Ach, 5-0 Feinde. Ja, okay. Das heißt, ich muss sie alle capturen, damit das auf Null geht, ne? Okay, ich verstehe. Ich dachte schon, jetzt haben wir ganz viele Mutanteninseln. Dann ist das das einzigste Neue. Und die neuen Waffen halt. Wie gut die sind, keine Ahnung. Hier ist nichts drin, oder? Ne. Hier scheint nichts drin zu sein. Wir können auch die Kisten aufschlagen, aber da kommt hier noch ein bisschen Holz raus. Ja, für den Anfang ist das ganz gut hier, glaube ich. Zu looten, ne? Wegen der Komponenten und so, aber. Hä? Okay, scheint buggy zu sein. Naja. Ne, das ist nur eine Couch. Gummi habe ich eigentlich ohne Ende, aber gut, nehmen wir mit. Loot-Technik hat sich. Technisch hat es hier sich leider nicht gelohnt. Hier ist auch offen. Nichts was zum Mampfen. Na gut. Na gut. Na gut. Wegs Energy Drinks und sowas. Ja, das hat sich hier nicht so gelohnt. Das heißt, wir sollten dann schauen, dass wir an der Base rumbasteln. Aber wenn wir schon unterwegs sind, ich weiß jetzt nicht,
Ob das bei der Mutanteninsel, das müsste ja die da hinten sein, unser Eisen vielleicht neu gespawnt ist. Ich schau mal ganz kurz nach. Weil das wäre mega. Ne, das sind nur die Schwertfische. Ich dachte schon, Haie. Und hier brauchen wir zwei Flaggen, damit es irgendwie funktioniert hat. Also ich scheine auch irgendwie einen Radius hier zu haben. Heißt das, man muss in Zukunft alle Basen capturen? Muss man die alle einnehmen mit einer Flagge? Damit dieser Dingens verschwindet. Warte mal. Wir haben hier Tücher. Ich weiß noch nicht, wenn wir das machen. Respawnen die Ressourcen dann noch? Fragen über Fragen. Ich kann es euch nicht sagen. Das hat sich irgendwie ein bisschen gerimt. Da hinten waren wir noch nicht. Wisst ihr was? Dann machen wir da hinten auch einen kleinen Raid. Also hier sehe ich jetzt nichts an Eisen. Das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen, ne? Schade. Wir haben ein riesen Eisenproblem, Leute. Das heißt, als nächstes sollte ich eher Eisen sammeln gehen, ne? Muss ich mir den Detektor holen. Leider ja. Hier waren wir noch nicht. Ja gut. Machen wir das mal. Wenn wir schon hier sind. Aber wir haben Hunger. Ein bisschen rohen Fisch. Darf ich den? Anscheinend ja. Vielleicht haben wir hier Eisen. Kupfer sich auf jeden Fall. Sollte eine relativ einfache Insel sein. Würde ich mal behaupten. Hinten steht einer mit Pistole. Oder ist es Armbrust? Ich würde sagen Armbrust, ne? Ah, doch nicht. Ja, schon, aber. Hier ist anscheinend jemand anderes mit Pistolen unterwegs. Aber so weit, so gut. Polizeiauto schnabuliere ich mir gleich. Wir haben eben Munition, Leute, komm. Ist aber echt nur Kupfer, ne? Leider. Leider kein Eisen. Nicht so frech hier. Ganz ruhig hier. Wir schauen trotzdem mal. Ein bisschen Eisen sollten wir doch finden, oder? Kupfer ist zwar gut wegen. Hallo? Bolzen. Bolzen lasse ich liegen. Baumwolle. Weiß ich gar nicht, ob wir Baumwolle brauchen. Eisen ist auch am Start. Oh, gut, sehr gut. Zwei Dinger sogar. Vielleicht würden wir sogar was im Wasser finden. Könnte gut sein. Aber ach, da ist der letzte. Da war er ja. Da war der gute Mann. Und wir haben gleich Nacht. Deswegen würde ich sagen, bauen wir ganz schnell unser Eisen und so ab. Polizeiauto nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir sind fast voll. Polizeiauto baut doch nicht mehr so schnell ab, ne? Immer noch sehr schnell, ja. Sehr schnelle Loot. Ich glaube, die haben das ein bisschen reduziert, kann es sein? Ich glaube, die haben den Loot reduziert. Hier ist doch noch einer. Egal. Wir holen uns erstmal das Eisen. Ich gerade einen Schuss abbekommen? Wurde auf mich gerade geschossen? Das kann sein. Aber auf jeden Fall cool, dass sie so ein kleines Update rein. Ja, guck mal. Noch einer.
Jetzt aber. Den habe ich wenigstens schön getroffen, den letzten. Das ist auch ein Happy End für uns alle. Gut, Machete können wir mitnehmen, können wir vielleicht verkaufen, weil wir müssen uns den Erzdetektor holen. Weil ich brauche jede Menge Eisen, Leute. Ich habe eigentlich keine Lust, Eisen zu sammeln, aber es muss. Was muss, das muss. Wir haben nämlich die gute Rüstung bei uns rumliegen, aber wir können uns die nicht reparieren. Das ist natürlich ein bisschen, ja. Mies, sage ich mal. Warum habe ich hier einen Wurm? Warum habe ich hier einen Wurm im Inventar? Und die, nicht Leuchtfackeln. Metallschrott stackt anscheinend. Auf 15 jetzt mittlerweile. Hatte ich auch gelesen. Aber jetzt ist erstmal Kram sammeln angesagt. Kupfer. Soll ich Kupfer? Aber komm, wir haben die Leuchtfackel noch. Wir sollten auf jeden Fall genug sehen. Vielleicht gibt es hier oben noch irgendwas Schönes. Natürlich nicht. Aber Eisen. Spawnt auch Eisen neu? Oder nur... Oh. Lecker. Oh, Mollys. Oh. Okay, das war schön. Das war eine schöne Kiste. Das gefällt mir. Dann können wir uns schon mal eine hier reinhauen. Das war ein bisschen zu früh, ne? Aber egal. Wir haben ja noch zwei. Das sollte dann auf jeden Fall ausreichen. Wir gehen jetzt einmal nochmal die Runde da hinten. Dass wir auch ja nichts übersehen. Schöner wäre wieder ein bisschen Metallschrott. Dann könnten wir rein theoretisch irgendwie die Base nochmal upgraden. Ich weiß nicht. Ah, nicht ganz. Wir brauchen ja nochmal Stromgeneratoren. Das heißt, wir brauchen auch Eisen. Warum wollen wir nicht mal mit, auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen? Kartoffeln, her damit. Ich sehe es nämlich schon kommen, dass wir irgendwann Nahrungsmangel haben. Aber so natürlich nicht. So werden wir kein Problem haben. So, ich muss doch irgendwo noch Eisen. Komm, ein Brocken Eisen. Haben wir den gelootet? Ja, Bolzen, nee. Das lassen wir. Ich glaube, hier waren wir, ne? Wir machen trotzdem nochmal die Runde um die Insel. Nicht um die Insel, um den Felsen. Nö. Gar nichts. So. Ein Kupferding noch. Ein Kupfervorkommen. Wir haben noch Platz. Ich meine, da war noch irgendwo eins, oder? Kann es sein. Oh, der gibt aber gut. Ach, das sind zwei übereinander. Alles klar. Ich wollte schon sagen. Oh, Eisen. Oh ja. Das war Jackpot. Das war der pure Jackpot, Leute. Oh ja. Oh ja, die Insel hat sich gelohnt. Gut, dass wir hier vorbeigeschaut haben. Na damit. Und hier haben wir auch nochmal... Ja komm, können wir mitnehmen. Hier haben wir nochmal... Kupfer. So, damit wir hier genug Licht haben. Nochmal ein bisschen einmal so rüber zu schauen. Ich glaube aber im Großen und Ganzen haben wir das Wichtigste mitgenommen, ne? Nehmen wir es noch ein bisschen Holz mit. Warum nicht? Wenn man es kann, dann kann man es. Machen wir es noch kurz voll. Holz brauchen wir auch immer wieder mal. Und die Würmer können wir raus. Also auf Angeln habe ich null Bock. Obwohl die auch Angeln anscheinend verbessert haben. Habe ich so gelesen. Jetzt habe ich wieder eingesammelt. Das soll auch jetzt schneller funktionieren oder einfacher. Irgendwie sowas. Ich habe nicht richtig durchgelesen. Ich wollte nicht anlügen. Ich meine sowas gelesen zu haben. Holz voll gut. Dann würde ich sagen, gehen wir schnell zurück. Ja. Ausbeute war sehr gut. Hallo? Hoch. Hallo? Was war das jetzt wieder? Was war das jetzt? Hä? Hätte nicht.
Ach, ich hänge in der Insel. Ach so. Ja, gut. Ich muss schon sagen, was geht denn jetzt ab? Gut. Wir haben dieses neue Schiff los. Keine Ahnung, wie wir es nennen sollen. Dieses kleine alte Schiff erobert. Da hat sich nicht so gelohnt, aber ganz witzig. Und Eisen gesammelt. Eisen ist wichtig. Wir haben jetzt. Haben wir überhaupt? 15. Ja, ist gut. Könnten wir drei Platten draus machen? Und wir sollten auf jeden Fall zur Händlerin, ne? Ich habe ja noch ein bisschen Kram, was wir verkaufen können. So, dann gehen wir ihr auf jeden Fall auch einen Besuch abstatten. Um Erzdetektor zu holen, weil wir brauchen Eisen. Wir brauchen definitiv eine Menge Eisen. Und bei uns sieht es doch schon schick aus, ne? Hier ein paar Lichter und so. Hier habe ich die Scheinwerfer. Wir sollten hier unten trotzdem irgendwie nochmal. Ja, ein bisschen mit Fackeln ausleuchten, oder? Oder nur die Scheinwerfer. Oder wir nehmen die Scheinwerfer weg, machen hier alles unten mit Fackeln und von oben nur die Scheinwerfer. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das ist ja ein bisschen cooler, ne? Kannst du euch aber nicht sagen. Zwillingsfelsen, Sunkenlander. Gut, wir sind das Entensymbol, Leute. Wir sind die Sunkenlander. Und wir haben hier noch in der Base einiges zu looten, was ich nicht gemacht habe, ne? Tausche mal ganz kurz so ein bisschen Kram aus, damit schon mal alles, was Eisen ist, in die Base kann. Wir haben noch hier Komponenten, die wir stacken können. Haben wir noch irgendwas, was wir stacken können? Ja. Gut, ansonsten würde ich sagen, lassen wir es erstmal so. Ich glaube, hier machen wir lieber alles so mit, ja, Fackeln oder vielleicht auch normalen Lichtern. Weiß noch nicht. Wenn wir mal Eisen hätten, natürlich. Dann kommen die Scheinwerfer vielleicht lieber nach oben. Ich überlege es mir aber noch. Ich weiß es noch nicht. So, erstmal den ganzen Kram hier rein. Auf E. Ich will ganz gerne. Also bei Eisen einschmelzen. Eisen habe ich gerade lieber. So, drei war ich mal hier drin. Und derzeit halt sortieren wir mal ein bisschen ein. Ich weiß, ich brauche mehr Kisten, weil hier wieder alles voll ist. Ich hatte hier eigentlich alles so relativ schön gemacht, aber ja. So schnell ändert sich die Situation, Leute. So schnell kann sich das alles ändern. Das trinken wir uns mal. Haben wir noch was für hier oben? Mollys kommen nach oben. Die Granaten sind und so. Ich kann die Machete. Oh, hier haben wir auch noch Kram, ne? Hier haben wir auch noch Durcheinander-Zeugs. Ich bin ein Chaot, Leute. Ich bin ein Chaot, was soll ich euch sagen? Wir können hier mal looten. Zack. Hauen wir die Kohle hier rein und nehmen den ganzen Kram hier raus. Und ja. Muss ich hier wieder. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, super. Ah, ich bin chaotisch, Leute. Warum bin ich so? Ich weiß es auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Was gehört hier noch rein? Kohle natürlich nicht. Mikrochips. Oder Elektronik. Nennt es hier, wie ihr es wollt. Komm, kann schon nachhauen. Das Bett nervt. Ich muss mir mal einen richtigen Wohnraum bauen, ne? Gut, dann geht's kurz noch nach oben. Wir müssen looten. Erstmal Gummistück hier drin. Brauche Kisten. Ich glaube, sollte ich mir einen Lagerraum bauen? Kann es euch nicht sagen. Vielleicht ja. Wir haben hier noch eine dicke Kiste. Hier ist manchmal cooles Zeug drin, manchmal auch nur Müll. Und heute war, ja, ganz nett. Pillen.
Aha. Gratis. Gratis ist immer gut. Hier sollten wir dann. Das wollte ich nicht machen. Ein Gummistück reinhauen. So. Was haben wir hier nochmal? Patronen, die behalte ich. Waffenteile, warte mal, die können wir doch hier noch stacken. Oh, die Kiste wird auch voll. Bum. Haben wir noch irgendwie Patronen, die ich mir direkt ausrüsten könnte? Ja, haben wir. Schön. Wunderschön. Da haben wir direkt hier nochmal Platz. Aber ansonsten, Mollys. Hatte ich nicht irgendwie. Aha. So, die bewahren wir erstmal auf, weil wir haben eh Granaten gerade. Schöne Granaten. Wir looten hier nochmal einmal rum, dann lagern wir nochmal ein. Unten müssen wir auch machen, ich weiß. Ich weiß, Leute. Also heute haben wir auf jeden Fall schön Beute gemacht. Hier nochmal unseren Trick ausgenutzt. Oh. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Tücher, gut, Metall. Was haben wir hier? Was zum Mampfen? Mampfi. Oh, ja. Schönes LED. Die Meeresplatte will ich erstmal behalten. Die bewahren wir uns auf. Pillen rein, Soda rein, die Platte rein. Die kann ich auch erstmal hier drin lassen. Die Bohnen rein. Kartoffeln. Obwohl, ich mache einmal den hier. Bisschen Holz können wir hier auch drin lagern. Werden wir früher oder später brauchen. Haben wir wieder Munition, ne? Schön. Ah, Pumpen machen wir nächste Mal. Küche muss ich mir auch noch ausbauen. Küche muss ich definitiv auch noch ausbauen. So, jetzt lagern wir es mein und holen noch den Kram von unten vor allen Dingen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich brauche Kisten. Mir wurde auch gesagt, ich kann Kisten übereinander bauen, ne? Ja. Das geht. Sollen wir das einfach machen? Ich meine, warum nicht? Warum denn nicht? Machen wir einmal so. Zack. Zack, habe ich die schon hier? Ja. Dann machen wir das. Warte mal, erstmal. Was habe ich hier gesammelt? Egal. Das Bett nervt. Le Bett nervt. So, dann hauen wir den Kram erstmal hier wieder rein. Kohle, zack, Eisen, zack, zack, zack. Holz haben wir auch eine Menge. Also hier links kommt Glas, Gummi, Klebeband. Hier eigentlich Komponenten und so ein Kram. Stoff hatte ich auch, ne? Ich glaube, ich sollte für jede Kiste ein so ein Ding machen, aber wir machen das erstmal so. Baumwolle. Eigentlich oben zur Rüstung, ne? Egal, wir hauen das erstmal hier rein. Ist leider schlecht geplant. Hauptsache, wir haben hier erstmal so ein bisschen Ordnung drin. So, Dekokram. Wir müssen auf jeden Fall Betty besuchen. Weil wir haben einiges zu verkaufen, ne? Wir gehen erstmal runter. Ich habe jetzt noch Kram im Inventar. Oh, warte mal, hier geht's schneller. Also im Boot. Im Bödle. So. Ey. Na gut, dann mach ich den hier. Ja, es ist nicht so geil, das Zeugs, aber. Eisen. Gut. Eisen ist geil. Ich nehme zurück, Eisen ist geil. Aber ihr wisst, was ich meine. Der andere Kram ist halt nicht so geil, ne? Können wir direkt noch hier unten einmal. Ah ne, hier habe ich schon. Nee, da habe ich jetzt. Ja.
Jetzt habe ich ein Ding hier weggehauen. So wollte ich es eigentlich nicht machen, aber ist jetzt halt so. Weniger Loot für nächstes Mal, aber egal. Wir haben hier noch genug Kram. Keine Ahnung, lassen wir drin. Ist alles nur Quatsch. Ein Tresor mit Quatsch drin. Jetzt wollte ich eigentlich zur Küche, ne? Aber bevor wir zur Küche gehen, den hier einmal. Hier können wir auch nochmal nachhauen. Gummi, Glas, Klebeband, sortieren. Was haben wir noch? Was haben wir für hier? Ansonsten würde ich sagen, sehr viel für die Küche. Warte mal, Wertsachen. Wir nehmen uns mal so ein paar Wertsachen raus, die wir dann am Betty verkaufen. Die Münzen nehmen wir mit, Handy, zack, zack, zack. Irgendwelche hässlichen Möbel, die ich nicht behalten möchte. Ich würde sagen, das sieht alles ganz nett aus. Ich glaube, das behalte ich alles. Wir haben hier noch Waffen, die wir auch noch verkaufen werden. Münzen, Uhr. Lass uns, das behalte ich alles. Warum ist das denn hier drin? Gut, wir haben wieder Eisen. Wir haben wieder Eisen, Leute. Ich würde aber sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.